Hallo zusammen, heute gibt es bei uns gefülltes Flanksteak. Ihr wisst, was das bedeutet? Zeit, den Grill anzuschmeißen. Für unser heutiges Rezept benötigen wir getrocknete Pilze. Das könnt ihr jetzt hier so handhaben wie ich. Ich habe hier so eine Sammlung von einem Arbeitskollegen bekommen. Getrocknete, diverse Waldpilze. Die jage ich einmal durch meinen Thermomix. Und schwuppdiwupp habe ich hier Pilzpulver. Die zweite Zutat ist Gin. In dem Fall habe ich hier einen sensationellen Skin Gin. Und da haue ich einen ordentlichen Schluck in die Pilzmenge mit rein, ehe ich das Ganze mit 3-4 Esslöffel Frischkäse vermenge. Der Skin Gin hat ein richtig geiles Minzaroma und deshalb passt er hervorragend hier in diese Kombination. Wer jetzt kein Pilzpulver hat oder getrocknete Pilze parat hat, kann natürlich auch Pilzpulver kaufen. Als nächstes benötigen wir Fleisch, und zwar ein Flanksteak. Das ist Flanksteak vom American Beef von gourmetfleisch.de. Wer Lust hat, findet einen Link unten in der Videobeschreibung mit dem Promocode 0815BBQ, der noch etwas gültig ist, gibt es 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Jetzt kommt der herausfordernde Teil. Ihr müsst das Flanksteak im Schmetterlingsschnitt aufschneiden. Das funktioniert hier mehr oder weniger gut. Ihr seht, ich habe so eine kleine Ecke da vorne, da ist so ein bisschen ein kleines Loch drin, aber ansonsten hat das hervorragend funktioniert. Einfach mit einem scharfen Messer immer entlang der Kante durchgehen, von der anderen Seite fühlen, ob man noch Platz hat und kann das Ganze dann am Ende, wenn alles glatt läuft, vollends aufklappen. Im Idealfall ist es sogar mehr oder weniger gleich dick überall. Und dann kann man das hervorragend würzen und füllen. In dem Fall würzen wir es mit groben Fleur de Sel oder grobes Meersalz vielmehr. So, wunderbar. Und als zweites natürlich unsere Füllung. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass wenn man das so rum im Schmetterlingsschnitt aufschneidet, seht ihr, dass die Fleischfasern von links nach rechts verlaufen. Beim Flanksteak sind die Fasern sehr lang. Das bedeutet, dass man es auch quasi genau in der Richtung aufrollen sollte, damit man dann am Ende, wenn man es aufschneidet, gegen die Faser aufschneidet. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Also so rum, ihr seht das, die Fasern laufen weiterhin von links nach rechts. Ich habe am Ende ein bisschen überstehen gelassen, wo wir keine Füllung drauf gemacht haben. So kann man das Ganze fein, sauber verschließen. In der Zwischenzeit habe ich auch meine Skills für das Verknoten etwas vergrößert und habe halt hier jetzt immer Schlaufen gemacht, festgezogen, noch eine Schlaufe gemacht, festgezogen. Ist eigentlich gar nicht so schwierig und sieht optisch ein bisschen cooler aus. Ein bisschen professioneller. So, ich habe das Ganze ein bisschen schneller vorgedreht. Und jetzt müsste man normalerweise die Schnur auch unten wieder zurückführen. Sei es drum, ich habe das jetzt am Ende einfach sauber zugeknotet. Und ihr werdet es am Ende sehen, diese Füllung ist zu 100% im Steak drin geblieben. Jetzt das Ganze auch noch einmal von außen rundherum salzen. Wir grillen diesen Flanksteak-Rollbraten heute rückwärts. Das bedeutet, wir fangen mit indirekter Hitze an. Das Deckelthermometer zeigt 80 Grad. Dann wandert das Flanksteak auf das Warmhalterost und bleibt dort so lange, bis die Kerntemperatur etwa 52 Grad beträgt. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt knuspern wir das Ganze noch bei direkter Hitze auf. Ihr könnt das jetzt entweder auf einer Maxzone machen, wie hier bei meinem Landmann Triton Gasgrill, oder aber ihr nehmt einfach die direkte Hitze von eurem Grillrost im Grill. Jetzt verabschiedet sich langsam die Schnur, aber das macht nichts, das Ganze ist fertig verschlossen und wie gesagt, wenn wir uns das gleich angucken, werdet ihr sehen, wie gut die Füllung darin gehalten hat. Bei so intensiver Hitze sollte man natürlich darauf achten, dass man das Ganze jetzt nicht unendlich lang drauf lässt, weil es sonst a. von außen schwarz wird und b. man von innen den Gargrad wieder ruiniert. Also noch eben schnell die anderen Seiten kurz mit aufgeknuspert. Und dann können wir das gleich auch runternehmen und legen das auf unser Schneidebrett. Dort kann es noch ein paar Minuten ruhen und einen Moment abkühlen. Ja, das ist ein kleiner Close-Up. Sehr schöne Farbe, wie ich finde. Hat sogar ein paar Röstaromen. Und ja, die Füllung ist komplett drin geblieben. Ne? Das ist einfach richtig, richtig geil. Diese Technik ist super. Es ist etwas tricky, so einen Schmetterlingsschnitt bei so einem Flanksteak anzusetzen. Aber mit etwas Übung schafft ihr das ganz sicher. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch wie immer probieren. Darf mich an der Stelle fürs Zuschauen bedanken. Wir sehen uns schon morgen wieder mit einer Spezialfolge. So viel darf ich versprechen.
Also würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen unbedingt auf diesem Kanal vorbeischaut. Das Weitere dann morgen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre das toll, wenn ihr das jetzt nachholen könntet. Ihr verpasst so keine Folge mehr und es gibt wirklich sehr, sehr viel in den kommenden Wochen und Monaten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich habe richtig, richtig coole Pläne. Falls ihr meine Fanseiten noch nicht kennt, ich bin bei Twitter, ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook, ich bin bei TikTok. Ihr könnt mich überall besuchen. Würde mich freuen, wenn ich euch da irgendwann sehe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.